Wenn Lys den Phasenbolg beginnt oder beendet, ja, macht sie Schaden an den Gegnern. Und so, wenn man skillt, sogar währenddessen. So, einmal hier die Tür auf und hier zurück nach Rusty Command East. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir hin müssen. Erledigte Federax lassen unverdaute Gegenstände und Munition fallen. Ja, haben wir auch schon des Öfteren mitbekommen. So, wo sollen wir jetzt von hier aus hin? Ach, ganz um die Ecke. Stimmt, da oben waren wir ganz kurz und haben geguckt und gesagt, ach, da müssen wir ja doch nicht hin. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Flint hat früher für mich gearbeitet, aber ich habe ihn wegen Unfähigkeit gefeuert. Er hat mir dann noch ein Fragment gestohlen und meinen Hund getreten. Das vierte und letzte Teilstück des Schlüssels. Das Fragment meine ich, nicht der Hund. Okay. Wir kriegen immer mal wieder anscheinend Nachrichten von der Guten. Sie weist uns darauf hin, dass wir ja das letzte Teil, also Fragment, nicht den Hund, finden müssen. Wie sie es so gerade so schön ausdrückte. Aber bevor wir das machen, gehen wir auf ja, Maschinenbaujagd, Maschinenpistolenbaujagd. Hier kriegen wir hier Munition. Perfekt. Füllen wir mal die Sniper-Munition auf. Oh, da brauchten wir gar nicht viel von. Und verkaufen nochmal so die Kleinigkeiten, die wir jetzt noch zuletzt bekommen haben. Damit wir hier mit möglichst leeren Taschen hingehen. Die noch weg, genau. Und den Rest nicht. Da gibt es eine Fahrzeugstation. Oder ist das die New View Station? Nee. Eine Fahrzeugstation. Bitte einmal. Huch. Da war der Finger ein bisschen zu schnell am Ablöser. Den Weg folgen erstmal eine ganze Weile. Okay. Hoffentlich liegen hier nicht wieder Bomben im Weg oder irgendwelche anderen Stolperfallen. Über das wir das Auto fahren können und es auf den Kopf legen können oder zerstören können. Ja, immer schießt man schön weiter. Und wir fahren einfach mal ein ganzes Stück noch dem Weg nach. So. Okay, hört sich jetzt nicht unbedingt so an, als würde er uns, würde wir hier also Freunde finden, sondern eher als würden wir hier ja Feinde erledigen und so ist es auch gleich erstmal einen Drive Kill zu Beginn der Karte und noch ein zweiter, der sich mit uns anlegen möchte per Fahrzeug und hat auch derart auch ebenfalls keine Chance. So, hier gibt es erstmal kurz was zum Speichern und dann sollen wir doch hier irgendwie rein. Oder? Ja. Ist nur die Frage, wie. Weil das Tor ist eindeutig zu. Und hier gibt es auch keinen Schlüssel oder sowas, um das zu öffnen. Fahren wir mal ein Stückchen hier rum. Vielleicht gibt es dann noch einen Eingang. Alles abgeschlossen. Und da haben wir noch ein Fahrzeug. So, den erledigen wir einfach mal schnell, bevor der uns hier irgendwie wieder ab erledigen könnte. So, was haben wir hier? Noch ein Tor, aber das ist auch verschlossen. Da haben wir noch einen Roadkill vor uns. Oder was ist Roadkill mit der Kanone? Oh, der fährt aber ganz schön weit weg da hinten. Aber wir haben ihn trotzdem getroffen. Einen noch, komm. Ein Treffer noch. So, haben die sich jetzt festgefahren? Perfekt. Ah, hier können wir rein. Hier rennt ihr mir die Bude ein. Wie könnte ich euch da abweisen, wenn ihr so hartnäckig um euren Tod bettelt? Kommt doch rein, betretet meine bescheidene Unterkunft. Das machen wir doch sofort. Vorher müssen wir hier noch ein bisschen uns den Weg erstmal reinschießen. So, den haben wir erledigt. Irgendwie schießt er nicht mehr. Ah, eigentlich müsste er nachladen, aber er tut's nicht. Okay. Auch nicht schlecht. Und unser Schild ist hinüber. Wow, hier der Eingang ist schon mal extrem gut bewacht. Man kommt hier ganz schwer nur rein. Aber für uns sollte das kein Problem letztendlich sein. Den knallharten. Ist auch noch zwei davon. Und noch einen so schönen Treffer. Ah, der war nicht ganz so schön. Gut. Ist jetzt hier vorne wenigstens am Eingang mal Ruhe, so dass wir hier auch mal reinkommen können erstmal. In die gute Stube von dem guten, wie auch immer gleich hieß, mir ist der Name entfallen.
So, sammeln wir mal hier alles schnell ein. Und dann gucken wir mal, wo wir die SMG-Teile hier drin finden sollen können. Und auch den guten Baron, der uns hier so einen freudigen Eingang bereitet hat mit erstmal 6 Wachmännern. Am Eingang direkt. Auch keine nette Begrüßung, aber was will man auch erwarten von jemandem, der ein Schlüsselfragment geklaut hat. Knallt alle ab, okay. Dann Ruhe bitte. Wir müssen uns konzentrieren, wenn wir alle abknallen sind. Und da haben wir noch einen Klappbot, der ein weiteres Kit für uns übrig hat. Nicht gut, gar nicht gut. Genau, die Pistole brauchen wir laden nach. Und one-shotten den. Wir haben ja noch ein paar Medikits, die würde ich mir glatt mal jetzt nutzen. Sind alles nur kleine. Oh, wir haben erst vor kurzem eins benutzt und können nicht sofort wieder eins nutzen. Das wusste ich auch nicht. Gute Nacht einmal. Von wo? Ach, von dort. Und von wo noch? Erstmal den, aber von wo schießt ihr denn hier noch gerade? Ach, Leute. So, da haben wir erstmal noch einen Teil von der SMG gefunden. Ah. Dort haben wir noch einen Freund. Auf jeden Fall, der gerne schnell sterben möchte, weil er uns sonst erlegt. Ah, und dort. So, den machen wir uns mal schnell mit dem Phasenwalk ein bisschen klein. Und dann explodier doch mal bitte. Gut, der ist geschockt für sein Leben. Und den haben wir ein paar Headshots mit der Pistole in den Kopf gesetzt. Headshots in den Kopf gesetzt, ja. Schön doppelt gemoppelt. Alles mal nachladen und dann gucken wir mal weiter. Das Reparaturkit soll sich hier hinten noch weiter in der Ecke befinden. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch ein oder andere Teil der Schrotflinte. Ah, das Reparaturkit haben wir schon. Okay. Einmal Augen zu, bitte. Boah, von wo denn? Von da. Auf jeden Fall. Von dort und der Kleine dort möchte sich gerne etwas verstecken, weil ihm klar war, dass er gegen uns nicht lange überlebt. So, 2 auf einmal. Und der stirbt, glaube ich, an irgendwas von der Munition, oder? Nein, tut er nicht. So. Auch wenn ich die gar nicht wieder mal nicht nutzen wollte, aber egal. Ging auch trotzdem. Sammeln wir mal ein bisschen ein und dann gucken wir mal kurz auf die Karte für die Schnitzeljagd. Ist hier vielleicht irgendwas in der Nähe? Auf jeden Fall nicht das erste Teil, weil der Lauf war das letzte Teil. Den haben wir jetzt schon. Aber der zeigt ja leider nach der Reihe an und nicht je nach Entfernung, wo wir gerade sind. Von daher müssen wir mal wieder zurück weiter. Erstmal... Oh, das war aber völlig verzogen. Wie der zweite auch. Kumpel, nein. Nicht gut. Du könntest ruhig mal ein bisschen weiter weggehen. Und... Boah, der da hinten hat uns erledigt. Lauf nicht weg, bitte. Puh, Glück gehabt. Weil das war jetzt doch schon kritisch. Auf die Entfernung. Ohne snipern zu dürfen. Denn wer im Sterben liegt, kann irgendwie nicht snipern. Aber mit allen anderen Waffen noch umgehen. Egal wie groß. So, den haben wir erledigt. Hier gibt es neue Munition. Munition ist immer gut. Und Waffen. Jede Menge Handfeuerwaffen. Die nehmen wir doch alle mal mit. Um zum Verkaufen, weil die waren alle deutlich schlechter als das, was wir ohnehin schon gerade mit uns führen. So, der hat hier noch eine Waffe droppen lassen, ein Medikit. Aber wir sind eh gleich wieder voll und wir sind am Eingang zurück. Wenn ich sie gerade richtig sehe, oder zumindest an einem Eingang auf jeden Fall. Und gucken wir mal weiter. So, hier haben wir nichts, hier haben wir nicht wirklich was. Außer, dass das Wetter hier etwas diesig gerade ist oder neblig. Und hier ist alles tot. Okay, hier waren wir anscheinend schon und haben alles erledigt. Und hier liegt der Klappbot. Dann gehen wir erstmal die Klappbot-Mission ab und suchen dann die Teile weiter.
So, Klapportrettung. Es war schrecklich. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Aber dieser Crims Lane und irgendwas anderes haben angefangen zu schießen. Wir sind zwischen die Fronten geraten. Wenn du dich auf diesem Schlachtfeld wagen willst, brauchst du definitiv die beste Ausrüstung. Hier, das könnte nützlich für dich sein. Vielen Dank. Dein Leck haben wir doch gerade gestopft. Eigentlich. Mit dem Reparaturkit. Hatte ich zumindest gehofft. Okay, jetzt gucken wir mal hier nochmal kurz in die Schränke rein, ob hier vielleicht was Sinnvolles drin ist. Nein. Und dann gucken wir mal, dass wir die Teile der des Maschinengewehres weitermachen. Weiterfinden. So, hier rum. Wo haben wir es denn? Hier liegt jede Menge Müll rum, den brauchen wir aber nicht, wenn ich es richtig sehe. An den Kaktus kommen wir nicht vorbei. Okay, wir kommen über alles mögliche rübergesprungen, aber nicht über einen Kaktus. Auch nichts. Da drinnen vielleicht, aber da rein kommen wir so gar nicht. Wie kommen wir denn da rein? Von der anderen Seite? Gute Frage. Oben rüber auch nicht. Von hier vielleicht? Nee. Darüber springen geht garantiert nicht. Auch wenn das Spiel teilweise so aufgebaut ist, dass man via Jumps überall reinkommt. Aber da wahrscheinlich nicht, sondern von hier aus werden wir hier reinkommen. Okay, das sieht mir aber schon fast aus wie der Kampf gegen den... Achso, wir haben auch die Mission aktiviert für das Ganze. Und eine legendäre Schrotflinte, die werden wir sofort mal ausrüsten. Auch wenn das Zielfernrohr garantiert schlechter ist als bei unserer jetzigen. Aber die macht um einiges mehr Schaden. Und Schaden werden wir sicherlich gleich gebrauchen können. Wenn ich das hier nämlich richtig sehe, ist das schon sozusagen der Bosskampf. Betätigen wir mal das Schließfeld und wir fahren nach oben für wieder mal einen Entscheidungskampf gegen den Baron Flint. Okay, er bereitet uns also ein Gastgeschenk mit schlagkräftigen Argumenten, werde ich wahrscheinlich wetten. Mit oder durchschlagenden Argumenten. Und dort oben sitzt er. Er soll dieser gefährliche Baron Flint sein. Setz Medikinell. Okay. Von hier unten kommen wir nicht drauf und wir werden uns wahrscheinlich auch erstmal durchschießen müssen. So, ui. So, den haben wir erledigt. So, der ist hinüber. Die da hinten wollen wahrscheinlich eher mit einem Sniper getroffen werden. Oh, das war auch weit daneben. So, kurz mal nachladen. Der kommt dichter, aber... Naja, der zieht den Kopf ein, aber egal, treffen wir trotzdem. So, gucken wir mal weiter. Das hört sich nicht gut an. Na, das dachte ich schon, dass es solche sind. Na, von welcher Seite kommen jetzt die nächsten? Okay, der hängt da ein bisschen fest und kommt dann doch hochgeruckelt. Und wir haben, glaube ich, alle erledigt von denen. Und das nächste Tor öffnet sich, wenn ich es richtig höre. Mit welchen Weggefährten kommen jetzt diesmal? Solche dicken, okay. Nein, die Waffe wollte ich nicht. Was bist du? Heinz. Oh, der hat uns aber voll in die Ecke gesetzt. So. Gucken wir mal, dass wir den hoch. Jetzt haut er ab, okay. Weil der andere da kommt. Ah, der ist hinüber, gut. Und jetzt holen wir uns noch den Heinz. Ah, nee, Franz. Heinz und Franz. Ach, das erinnert mich dann doch ein bisschen an WoW mit an Hanska und Franzka. Ah, stirb schon. Obwohl, du hättest auch noch einen kleinen Moment überleben können, bis wir Leben so weit wieder voll haben, beziehungsweise bis wir tot sind. Und kommen dann mit vollem Schild zurück. Also, aber gut, das regeneriert sich gerade. Und unser Leben natürlich auch. So, hier haben wir alles eingesammelt.